So, hallo und herzlich willkommen im Teil 6 unseres umfangreichen Tutorials 2D, 3D, Sidescroller, Plattformer. Im letzten Abschnitt haben wir uns einen Pirate Character integriert. Wir haben uns die Animationen aus einem kostenlosen Viking Asset von FAB geholt. Und jetzt in diesem Abschnitt möchte ich ein wenig aufräumen und dann zusätzlich natürlich das, was auf meiner Titelscreen immer zu sehen ist, dieses Pirate Girl integrieren. So, als allererstes, wir haben ja diese Viking-Animationen, haben wir im vorherigen Kapitel ja gewandelt und in unserem Animation-Ordner sauber eingereiht. Das bedeutet, wenn du den Viking nicht benutzen möchtest, kannst du dich jetzt beruhigt von diesem kompletten Ordner einfach mal trennen, weil wir räumen einfach ein bisschen auf, damit nicht zu viel immer in unserem Projekt herumliegt. Gut, hier haben wir noch das Ganze im Retarget, aber das brauchen wir nicht, weil das haben wir ja alles schon erledigt an dieser Stelle. So, dann löschen wir das einfach mal raus, damit das raus ist. Und dann haben wir natürlich noch die Geschichte mit dem Pirate. Der Pirate, den haben wir schon bereinigt. Genau, das können wir dann auch so stehen lassen. Und wir haben ja auch immer diese komische Meldung mit dieser Weapon für First-Person-Player, für unser Super-Crit-Player-Geschichte, dass wir das eben im Level nochmal nachschauen können. Und da werden wir uns jetzt einfach mal von dieser Weapon trennen, also FP-Weapon. Diesen Ordner werden wir auch mal rauslöschen dementsprechend und dann gut, die Arme lassen wir mal drin von unserem First Person, aber im First Person, da kann die Map auf jeden Fall schon mal weg, die werden wir uns auch mal entledigen und dementsprechend im Ordner Blueprints innerhalb unseres First Person, da benötigen wir nur den BP, den Game Mode und dann haben wir hier noch einen Player Controller, ich lasse den mal drin, aber der Rest hier, was mit der Waffe zu tun hat, den werde ich jetzt auch definitiv mal entfernen. So, dann haben wir hier die Sachen schon mal ein wenig bereinigt und jetzt gehe ich einfach mal auf Play und hoffe, dass noch alles funktioniert. Das heißt, wir können laufen, wir können springen und wir können crouchen. So, wir haben ja unseren Pirate jetzt als Unreal 5 Character Skelett mit integriert, aber das Schöne ist, dass wir das Ganze, was wir hier jetzt konvertiert haben von unserem Wikinger, auch mit einer Vierergeschichte, mit einem Vierer-Skelett verarbeiten können. So, und dazu laden wir uns jetzt einfach mal noch diese Pirate Woman, dieses Pirate Girl mit hinein. Das heißt, als allererstes, wir haben viel gelöscht, Content, rechte Maustaste, Update, Redirectors, immer mein eigener Spleen, damit das auch funktioniert. Und dann gehen wir einfach sozusagen mal wieder auf unser FAB.com. Wir gehen auf Unreal Engine und wir suchen uns hier oben nochmal nach Pirate. Und dementsprechend bekommen wir hier auch, wenn wir bei Price auf Free gehen, da bekommen wir hier dieses Pirate Girl. Ich habe das schon geowned, das gibt es kostenlos. Dann einfach hier wieder in die Library adden und dann dementsprechend im Epic Games Launcher in die Bibliothek runter in den Vault und dann dementsprechend natürlich auch danach suchen, erst einmal wieder updaten, falls du es frisch reingeladen hast. Bei mir ist es ja wie immer schon drin und ich gehe einfach mal auf Pirate, Pirate Girl, dem Projekt hinzufügen und dementsprechend alle Projekte anzeigen, da ich ja mit der 5.5 arbeite. Und jetzt muss ich mir meine Production-Geschichte mal raussuchen. Da habe ich jetzt hier sozusagen verschiedene Datum von Kopien mit angelegt natürlich und das ist natürlich hier meine Production Sidescroller, das ist das Richtige. Und die Version muss ich um eins reduzieren, weil das Ganze für die 5.5 ja noch nicht zur Verfügung steht. Gut, dann dem Projekt hinzufügen und dementsprechend können wir auch schon den Game Launcher wieder kleiner machen und uns auch von dem FAB trennen. So, jetzt haben wir hier in unserem Content, haben wir hier ein Pirate Girl. Das können wir uns mal anschauen, da haben wir ein Model. Und per Doppelklick werden wir uns das einfach mal öffnen. So, das Ganze funktioniert soweit. Das bedeutet, wir können jetzt, ich mache jetzt hier erstmal das Crouching zu. Und dementsprechend, wenn ich hier drüber fahre, dann sehe ich so in der Mitte Skeleton. Das ist noch
bezogen auf unseren Game Pirate Girl Demo natürlich wieder, weil es ein Asset ist vom Marketplace von FOB und benutzt das UE4-Mannequin eben aus dem Pirate Girl Ordner. Und das möchte ich wieder umstellen auf unseren eigenen Charakter. Praktisch, den wir ja sozusagen hier drin verankert haben mit UE4 und UE5, das wir aus unserem Third-Person-Template mitgeliefert bekommen haben. So, dann stellen wir das einfach mal wieder um. Ich gehe auf das Model, dann gehe ich auf das Pirate Girl, rechte Maustaste, und dann mache ich Skeleton und dann Assign Skeleton. Und diesmal tun wir natürlich kein Fünfer hinzufügen, sondern wir werden jetzt das SK-Mannequin Skeleton, und zwar steht hier Characters natürlich, das ist unser Default-Verzeichnis, Mannequin UE4 Meshes auswählen, und wir sehen, dass das Ganze mit Currently Selected und Target absolut identisch ist. Das heißt, wir können das akzeptieren und haben das auch schon umgestellt. So, jetzt gibt es wie beim anderen, beim Pirate selber noch so diese Parts. Das heißt, bei den Parts haben wir hier auch wieder Skeleton Meshes. Diesmal muss ich nicht über den Suchfilter gehen. Ich markiere mir die einfach mal alle und dann rechte Maustaste. Wir gehen wieder auf Asset Actions und werden das Ganze wieder über Edit Selection in Property Matrix sozusagen auf einmal umwandeln. So, dann öffnet sich sozusagen diese Property Matrix. Hier sind alle meine Selected SKM-Geschichten drin, und jetzt hier drüben unter Mesh haben wir natürlich jetzt die Geschichte. Man sieht es hier: Skeleton Game Pirate Girl, das ist der Folder, und wir wollen das ja auf unseren eigenen umstellen. Das heißt, wir gehen hier hinten drauf und dann werden wir uns dementsprechend unseren eigenen suchen. Das ist es natürlich jetzt an der Stelle nicht. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen runter und hier gibt es den SK-Mannequin Skeleton und dann bitte den Parse nochmal wirklich Korrektur lesen. Game Characters Mannequin underscore UE4 Meshes, und dann werden wir das Ganze hier sozusagen selektieren und per Speichern. Hier oben ist das Ganze dann auch schon umgestellt. So, wenn wir jetzt hier drüber fahren, dann sehen wir auch in der Mitte Skeleton Game Characters Mannequin UE4. Das heißt, alles ist sauber über diese Property Matrix erledigt worden. So, da haben wir das geschafft. Dann gehen wir auf den Pirate Girl Ordner und dementsprechend trennen wir uns dann auch von der Maps. Das ist ja absolut unnötig, dass wir das hier in unserem Content haben. Und natürlich die Demo, das ist ja der Mannequin, den man bei den Assets immer mitliefert. Den werden wir an dieser Stelle dann auch entfernen. Da werden wir noch ein paar Warnungen kriegen, weil das André noch nicht ganz verstanden hat, was wir hier tun. Aber wir können das beruhigt einfach mal entfernen. So, wenn wir jetzt nochmal auf Models gehen und dann dementsprechend uns nochmal unser Pirate Girl anschauen, dann sehen wir auch, dass es sauber funktioniert. So, das Tolle daran ist, wir haben ja unsere Animationen hier alle so toll umgewandelt für unsere Geschichten, und jetzt können wir praktisch auch dieses Girl einsetzen als Player. Und das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Wir gehen auf Third Person und dann gehen wir auf Blueprints und dementsprechend auf BP Third Person und dann auf Mesh, und dann gehen wir hier drüben unter Mesh, da geben wir einfach mal ein Girl und da gibt es das SKM Pirate Girl. So, im Viewport sehen wir schon, es idelt. Diesmal ist es so, dass wir, wenn wir die Animation Assets anwählen, da krauscht es jetzt zwar, weil das noch Default drin gestanden hat, aber wir sehen hier eigentlich nur die Jog Forward Animation, weil die ja dem UE4 in unserem Character-Verzeichnis zugeordnet ist. Das macht uns aber alles nichts aus, denn wir können sämtliche Animationen jetzt auch mit diesem UE4 Skeleton verwenden. Und das können wir auch gleich mal testen. Wir gehen auf Compile und dann gehen wir auf Play, und dann können wir natürlich laufen, wir können springen und wir können natürlich auch crouchen, obwohl es nicht in der Asset-Auswahl war. Das bedeutet, wir werden auch diese Waffen einsetzen können. Das können wir auch mal kurz testen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf unseren Third-Person-Character, und zwar auf den Event-Graph. Aber zuvor sollten wir einmal eine sogenannte Animationsmontage erstellen. Die benötigen wir später sowieso für die Milis. Ich mache das jetzt einfach mal zum Spaß. Anim Viking Attack 1, rechte Maustaste, Create, und dann machen wir Create Anim Montage.
So, diese Animontage, die wird jetzt erstellt. Das kann jetzt eine kurze Sekunde dauern und dann heißt die Geschichte genauso wie vorher, nur dass sie eben dann Underscore Montage heißt und im Hintergrund Animation Montage. So, dann können wir das einfach mal testen. BP ist ja Person Character. Das ist einfach nur ein Test, um zu schauen, ob die Animationen wirklich auch mit unserem UI4-Skelett fruchten. Das heißt, ich ziehe jetzt mal zum Spaß den Event Begin Play hier raus und dann mache ich hier einfach mal Play Montage zu Beginn. Play Montage und dann dementsprechend klinken wir hier das Mesh ein. Wir ziehen das Mesh direkt in das Skeleton Mesh, in den Komponenten und die Montage, die wir playen wollen. Wir haben ja gerade die Anim Viking Attack 1 Montage erstellt und dann können wir auf Compile gehen. Wir gehen auf Level und wenn wir jetzt auf Play drücken, dann sollte unser Charakter diesen Hieb ausführen und das tut sie auch. Das bedeutet, wir können jetzt auch das Pirate Girl als Player benutzen. Also das ist jetzt komplett dir überlassen, welchen Player du gerne hättest. So, dann entfernen wir das Ganze natürlich hier wieder. Das können wir natürlich nicht brauchen. Das war jetzt einfach mal nur so ein kleiner Test. Und dann verbinden wir das Event Begin Play wieder an dieser Stelle. So, gut. Dann haben wir jetzt sozusagen ein Pirate Girl mit voller Funktionalität. Das heißt, wir können hier rüber, das haben wir ja sowieso schon. Unsere Röhre ist ja schon fertig an der Stelle und so weiter und so fort. Und das Crouching haben wir natürlich auch schon integriert. So, wenn wir uns in diesem Abschnitt schon ein wenig ums Cleanup kümmern, werden wir ein wenig den Outliner aufräumen. Wir haben ja hier zum Beispiel Elevator, unsere Transport Tube und so weiter, die Supergrid-Geschichten. Und ich würde da jetzt einfach mal neue Folder einführen. Ich würde mal sagen, diese Supergrid-Sachen, die markieren wir uns jetzt mal alle, dann rechte Maustaste. Dann können wir unten auf Move to Create New Folder und den nenne ich jetzt einfach mal Prototyping. Also einfach mal Prototyping. Das ist zumindest mal ein Oberbegriff, wo das Ganze dann schon mal drin ist. Dann ist das schon mal sauber aufgeräumt. Und die anderen Geschichten liegen ja sowieso schon unter Lighting. Das hat Unreal ja uns von alleine schon erstellt. Und diese Sachen hier wie Elevator und Transport Cubes und so weiter, was wir da haben, diese Röhren. Und da kommen vielleicht noch Doors dazu und Teleporter und was weiß ich, was uns noch einfällt. Das würde ich jetzt in erster Linie einfach mal in einen Folder tun. Den nennen wir einfach mal Spielmechanismen. Das machen wir mit Move to Create New Folder. Und dann nennen wir das einfach mal Game Mech. So, das wären meine Game Mechanics und das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Die Tube werden wir dann später dann auch wieder in einzelne Ordner packen. Aber so ist das Ganze dann schon mal schön sauber aufgeräumt. So, das war's für diesen Abschnitt. Ich hoffe, es hat dir wie immer gefallen und Spaß gemacht. Über ein Abo oder einen Like würde ich mich natürlich sehr freuen und dann bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.